Dann Black Bravo. Hippie 2. Eine Packung angerissen. Eine volle Packung. Sonic Thunder. Dann die Mammut. Zeno Trueno. Silver Pirat. Volles Retro Collection Display. Dann die Red Widow. Keine Ahnung, wie viele da noch drin sind. Aber ich glaube, drei Stück. Die Vespa hier noch. Megatron. Sehr, sehr geil. Gibt es nicht mehr. Und ja, Screenshots hier noch zu finden. Also wirklich sehr, sehr feine Auswahl bisher. Und da drüben habe ich noch ein paar Böller-Sets. Nämlich einmal das Extreme von Penny. Dann das Dynamite Bag. Und das Boom und Bash vom Penny. Dynamite Bag vom Lidl. Oder Aldi? Bin ich mir gerade nicht sicher. Genau. Aldi, genau. Harry wieder los, man kennt's. Krache Entfernung geht's bei Lidl. Und ja. Sehr, sehr fein. Bisher. Schaut gut aus. Colorbang hier auch noch. 10 Stück. Hier habe ich auch noch die 10 Stück. Muss ich schauen alles und richtig sortieren. Weiter geht's zur nächsten Schachtel. So, Pyros, die nächste Kiste. Die habe ich auch ein bisschen gemischt. Von Cut 1 bis zu Cut 2 Screenshots, zwei Packungen. Ich glaube, da werde ich eine hochjagen. Genau, Ari kann nicht mehr reden, weil er schon so viel redet. Dann hier die Tornado-Wirbel, die werde ich mir aufbehalten. Dann geht es weiter hier mit einer Fountain vom Kiro Max. Chili Spinner habe ich hier. Dann die Fifi Five Raketen von Pyro Art müsste das sein. Genau, Pyro Art. Kugelblitzer, ein einzelnes. Dann hier die Single Shots von Dombom. Dann hier eine Teufelsfontäne, wird glaube ich nicht mehr hergestellt. Dann hier ein Display von Vögeln von Nico. Dann die Kongo-Vulkane, Creepers. Hier Silberkaskade, Double Thunder. Drei Thunder-Raketen von Pyromax. Dann hier eine Sonne, wieder Chili Spinner. Sehr, sehr viele Moskitos habe ich hier rumliegen. Luftheuler, zwei Packungen. Hier. Drei Packungen Moskitos. Dann hier unten müsste noch ein Art of Light sein, also ein ganzes Sortiment. Hier, was ist das? Festival of Light, genau. Vom Penny, glaube ich, habe ich damals gekauft. Dann hier die X-Tail Rockets. Display von Schreihals Funke mit allen Luftheulern. Auch sehr, sehr edel, werde ich nicht zünden. Dann hier Space Taxi, F1 Artikel, glaube ich, vom Fire Event. Müsste das sein? Nee, F2-Artikel, okay. Habe ich selber noch nie gezündet. Man kennt's. Double Thunder, wie schon gesagt. Feuerfalke, Funke. Und ja, das war's schon mit der kleinen Kiste hier. Und hier müsste noch. Nee. Das sind die Taifuninchen vom Blackbox, glaube ich. Genau. Also fast eine Leuchtkiste, so. So, Pyros, die letzte und größte Kiste. Da habe ich auch ein paar Sortimente drin und alles drum und dran. Hier eine Rarität: Sirenenraketen. Werde ich nicht zünden. Sehr, sehr geile Teile habe ich letztes Jahr gezündet oder vor 2 Jahren. Hier Dumbum. Single Shots, noch eine Packung, habe ich festgestellt. Da drüben liegt noch eine. Aber ein anderes Design. Also hier mit den gelben Abziehdingen und hier nicht. Ich glaube, verschiedene Chargen. Dann geht es weiter hier mit einer Pyrodrome. Dann die Funnelcon Geoshocks. Bulkpack von Leslie. Dann hier Höllenfeuer. Neon Clouds Neuheit. Dann Glamour Shots von Albert. Dann geht es weiter hier mit den Twistern, Neuheit letztes Jahr. Leuchtspektakel. Dann, was gibt es hier noch? Fontänen. Die müssen die Goldfontänen sein mit Farbsternen. Flashdance Sortiment vom Netto habe ich gekauft. Dann hier die Darmball Mittel. 10er, 6 Stück, 3 Stepper. Schuko 1 und 2 Mix. Dann hier ein volles Display. Art of Light vom Aldi. Und hier noch ein altes Sortiment. Thunder Kong Power Pack mit
Headbangers und alles drum und dran. Also sehr, sehr fein bisher. Endlich fertig, Pyros. Ich habe alles sortiert von den Silvesterresten her. Nämlich hier einmal eine P1-Kiste. Habe ich euch schon gezeigt, was alles gibt. Also wirklich alles drum und dran. Vom Funke, B-Böller, D-Böller, Lupo P1, TP2, Exploder 4, Exploder 5. Also wirklich alles von P1, was es so damals in den letzten Jahren gab. Dann gibt es hier eine F2-Böllerkiste, die ist relativ leer, muss ich sagen. Blauer Berber, roter Corsair, ein paar Böller-Sortimente, Retro-Collection. Hier kleine Pyro-Cracker für Mo. Dann hier eine Single-Shot-Kiste mit auch Neon-Clouds. Also wirklich alles so gemischt. Stepper, hier ein paar Raketen, Silberblitz, Geoshocks sind drin. Also wirklich alles so Vortex-Saluts, X-Tail-Rockets. Dann die Bum-Bums. Und hier noch eine Leuchtkiste, also von Babyraketen bis Vulkanen, bis Fliegern, bis Chili Spinners, Titanball, also einige Sortimente, Art of Light, Festival of Light, Flashdance, also wirklich alles dabei in dem Sortiment. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Mal schauen, ob ich es in einen oder zwei Teile unterteile. Und ja, haut rein. Und ciao, nicht vergessen, Abo und Like da lassen, würde mich sehr, sehr freuen. Ciao.